Hallo. Wir brauchen mal wieder Sauerstoff. Kaum ist der Tannendach begonnen, sind wir schon außer Atem. Ja, genau. Und zwar wollen wir uns heute nämlich ein Märchenschloss anschauen. Aber nicht jetzt dieses Märchenschloss, wo ihr vielleicht im ersten Moment gedacht habt. Wir sind nämlich nicht bei Füssen. Nein, wir sind nämlich hier im Schwabenländle. Da, wo Schwaben noch schwäbisch ist. Ja, am Fuße der Schwäbischen Alb. Und wie das so Schlösser an sich haben, die stehen halt immer auf dem Berg. Ja. Und es gibt 6% Steigung hierauf. Und deshalb machen wir uns jetzt erstmal eine kleine Pause, eine Verschnaufpause. Und trinken müssen wir jetzt auch was. Und hier geht es 6% hoch. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich glaube, auf jeden Fall wiederhole ich mich, weil ich wieder so geschockt bin. 6% mit dem Fahrrad. Oh, trotz E-Bike ist das ganz schön anstrengend. Wir nehmen noch ein bisschen Flüssigkeit zu uns. Ja, genau, das brauche ich jetzt. Und erholen uns noch. Ja, genau. Ihr könnt euch auch nur kurz ausruhen, dann geht's weiter. Trinket nur einen Schluck und dann weiter geht's. Boah, also kilometerweit mit E-Bike da hochfahren, das ist nicht sehr einfach, aber ich glaube, jetzt sind wir ziemlich oben angekommen. Da vorne war ein Schild, dass es noch 2 Kilometer sind, also das Schlimmste haben wir hinter uns. Und wisst ihr, was schön ist? Das dürfen wir nachher ja alles wieder zurückfahren. Die Ursi tut sich leid mit Hochfahren, aber ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, dass ich 2 Kasten Bier auf der rechten und linken Seite mit mir mittrage. Ja. Beziehungsweise im Bauch. Vor dich her, nicht rechts und links, sondern vor dich her. Ja. Also da kann man nur sagen, selber schuld. Also komm jetzt, auf geht's. Weiter fahren wir. Nervt schon wieder. Ja. So unruhige Frau. Schön sieht's aus, gell? Und, wo sind wir hier? Wir sind im tiefen Schwabenland, bei Reutlingen, Pfullingen und genauer gesagt in Liechtenstein. Und das hinter uns ist das Märchenschloss, das schwäbische Märchenschloss Liechtenstein. Jawohl. Und weshalb heißt das Märchenschloss? Weil es wurde nach einem Märchen von Wilhelm Hauff aufgebaut. Richtig. Und der Wilhelm Hauff, der hat ja mehrere Märchen geschrieben, ihr kennt den bestimmt. Er hat unter anderem geschrieben Das kalte Herz, Der kleine Muck oder Kalif Storch und noch ganz viele. Und unter anderem hat er einen Roman geschrieben und der hieß Liechtenstein oder heißt immer noch Liechtenstein. Und das hat den Wilhelm Graf von Württemberg dazu animiert, hier dieses Schloss nachzubauen. Richtig, das Schloss war im Eigentum vom König von Württemberg. Mhm. Der hat ein Forst und ein Jagdhaus draus gemacht und dem hat der Herzog das abgekauft und hat dann dieses Märchenschloss drauf gebaut. Das ist also erst im 19. Jahrhundert entstanden. Ja, und das waren hier also Ruinen. Hier stand mal eine richtige Burg, aber im 30-jährigen Krieg wurde das dann halt irgendwie aufgegeben, nicht mehr weiterverfolgt, ist verfallen. Und ja, irgendwann war es dann halt nur noch dieses Forsthaus und es wurde dann jetzt wieder aufgebaut für dieses Märchenschloss. Jawohl. Und es sieht ja auch sehr schön aus. Ja. Es wurde auch mehrmals schon kopiert. Mhm. In Rheinland-Pfalz muss also irgendwo eine Kopie von diesem Schloss stehen, denn das ist eben als Märchenschloss sehr beliebt. Mhm. Das ist halt schön anzuschauen. Ja. Ja. Man sieht es auch, wenn man an der Bundesstraße hier vorbeifährt, bei Reutlingen, dann kann man das von unten sehr schön sehen. Ja, also es sieht natürlich ganz toll aus, das ist ganz klar. Und das wollten wir uns mal anschauen. Und ja, leider ist vieles eingerichtet. Ja klar, bei so einem alten Gemäuer ist halt immer irgendwas zu tun. Und vor allem, wenn wir kommen. Also auf jeden Fall schauen wir uns das jetzt noch ein bisschen hier an. Ja. Mhm. Oder? Ja. Genau. Thank you.
So, und die Hauptfigur natürlich, neben dem Herzog, der das wieder aufgebaut hat, das ist hier der Wilhelm Hauff. Ja, hier hat man ihm noch einen Gedenkstein gesetzt. Und da muss man mal dazu sagen, der ist nämlich nur 25 Jahre alt geworden, ja, und hat echt viele Märchen geschrieben. Ja? Ja, die haben wir ja schon aber erwähnt. Was er übrigens auch geschrieben hat, das war das Wirtshaus zum Spessart. Das kennt ihr wahrscheinlich alle mit der Lieselotte Pulver. Ja, ist ja verfilmt worden. Ja, genau. Ja. Das ist auch von Wilhelm Hauff. Und ist nur 25 Jahre alt geworden. Und dafür hat man ihn schon ein Denkmal gesetzt. Also ich habe nirgends ein Denkmal stehen und bin schon 65 Jahre alt. Ja. Muss halt auch ein Romanschreiber, der dann so inspirierend ist, dass man ein Schloss nach dir baut. Ja, ich drehe Filme. Ja. Ja, wer weiß, was da noch alles kommt. Nee, also der Wilhelm Hauff hat es überhaupt nicht mehr erlebt, dass nach ihm, nach seinem Roman, dieses Schloss gebaut wurde. So ist er. Dachte ich, er nimmt mich da ein wenig zärtlich in den Arm. Jetzt will er euch nur das Denkmal zeigen. Ja, also auf jeden Fall, er hat es nicht mehr erlebt, weil dieses Schloss wurde nämlich erst 1840 gebaut. Angefangen zu bauen, ich glaube bis 1842, und er ist ja schon 26 oder 27 gestorben, also im Alter von 25 Jahren. Also hat er auch nichts davon gehabt. Der arme Kalle. Mhm. Ist oft so. Ja. Meistens werden sie erst berühmt, wenn sie tot sind. Mhm. Haben wir auch nichts davon. Nö. Also wir wollen noch gar nicht berühmt werden. Nein, überleben. Ja. Draußen. So, jetzt. So, aha, okay. So, okay. Ja, und jetzt fahren wir noch ein bisschen weiter. Jawohl. Es langt nicht aus, dass die Stadt Pfullingen hier umsonst einen tollen Wohnmobilstellplatz anbietet, ja, der auch total überlastet ist, eigentlich sind nur für 7-8 Mobile, aber mittlerweile stehen 12 da, wie wir gestern gekommen sind, waren nur 3 oder 4 da gestanden. Ja. Ich wollte jetzt ein Kommen und Gehen, ja. Ja. Ja, und nicht nur, dass sie den Wohnmobilstellplatz umsonst anbieten, ja, stellen die hier auch noch eine Ladestation auf, ja. Können wir gleich... Nach dem Ausflug kann man gleich sein Fahrrad wieder aufladen. Mhm, genau. Sowas nenne ich Service. Das kann man weiterempfehlen. Ja, sehr umweltfreundlich. Wir waren ja auch umweltfreundlich unterwegs. Und wisst ihr was? Wir sind ja mit dem Fahrrad hingefahren. Aber es gibt natürlich auch einen großen Parkplatz dort. Richtig, also das Frustrierende ist, wenn man einen Berg hochfährt, so wie wir da hochgefahren sind, ja, und dann kommt man oben an und dann stehen schon die ganzen Autos da und die ganzen Wohnmobile. Aber das macht nichts, es war ein schöner Ausflug. Ja. Wir haben das ja bewusst eigentlich gemacht. Ja. Wir wussten ja eigentlich, dass da oben einen Parkplatz gibt. Und das hat uns nicht geschadet, da hochzufahren mit dem Fahrrad. Nein, das glaube ich auch nicht. Und deshalb gehen wir ja jetzt auch gleich in unseren Gustl. Und gibt's was Gutes zu essen? Ja, wir waren unterwegs nur wegen Einkaufer und wir lassen es uns jetzt nochmal gut gehen. Und da seht ihr schon, wie sie schmunzelt, ja? Das freut sie immer, einer Frau was zum Essen zu machen, das freut sie dann immer. Ja. So, jetzt müssen wir mein Rad auch noch anhängen. Jawohl. Ich habe allerdings, muss ich natürlich sagen, weniger Strom verbraucht als der Helle. Oh. Ja, sie trägt ja immer 40 Kilo mit sich weniger rum, ja? Hat halt alles seine Vorteile. So. Ja, auch bequem, direkt vor dem Wohnmobil sitzen, das ist ja schön. Was wir also gut finden, das ist, dass die Versorgung auch hier ist. Es sind sogar Mülleimer da. Das ist nicht selbstverständlich, nicht mal bei gebührenpflichtigen Stellplätzen. Ja. Das ist also sehr oft ein Manko. Also man muss da manchmal wirklich den Müll von einem Platz zum anderen mitschleppen oder sogar mit nach Hause nehmen. Ja. Die Sanistation, die da ist, ich blende sie mal ein.
Das ist die mit dem Rollo. Ja, die mag ich eigentlich gar nicht, weil man das Frischwasser dann mit Schlauch oder das Abwasser dann mit Schlauch entsorgen muss. Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass wir das Wasser mitnehmen können. Aber die Toilette muss man natürlich entleeren, das geht schon. Aber ich kann es verstehen, dass man hier diese Sanitation aufstellt. Denn durch das Rollo-Hochfahren hat man dann die Gewähr, dass die Leute auch für ihre Abwässer bezahlen. Was ja absolut legitim ist, gerade bei einem kostenlosen Stellplatz. Stromsäulen sind auch vorhanden. Also es ist alles da. Er ist auch sehr schön eben. Und man kann eben in Pullingen doch einiges unternehmen. Nach Reutlingen kann man fahren, Pullingen selbst kann man sich anschauen. Oder wie wir zum Schloss Liechtenstein. Ja, genau. Und Höhlen sind auch noch da. Ja, und da wollen wir ja auch noch eine anschauen dann morgen. Aber erst jetzt, heute wollen wir jetzt einfach noch ein bisschen relaxer. Den Tag genießen. Jawohl. Es ist nämlich angenehm, es ist nicht heiß, es ist nicht kalt, es ist richtig schön. Ja. Höhle. Und da geht es jetzt 100 Stufen runter. Über 100 Stufen. Kein Aufzug. Nein. Überhaupt nicht behindertengerecht. Vorsicht, nasse Stufen. Ja. Warum heißt es Nebelhöhle, Ossi? Weil es in der Höhle irgendwo eine Öffnung gibt. Und diese Höhle, die ist permanent zwischen 8 und 10 Grad, Sommers bis Winters. Aha. Und im Winter, wenn es draußen kälter ist als hier in der Höhle, dann steigt aus diesem Loch der Dampf hoch. Also die Wärme. Und früher im Mittelalter wussten das die Leute halt noch nicht so ganz genau, was das ist. Und dann hieß es, hier ist ein Nebelloch. Mhm. Was sich dann im Laufe der Jahre in Nebelhöhle gewandelt hat. So. Und zum Roman von Hauff Liechtenstein gibt es hier auch was zu sagen. Denn der Herzog, der in dem Roman vorkommt, der hat sich in die Nebelhöhle geflüchtet. Mhm, der soll angeblich 2 bis 3 Wochen hier gelebt haben. Aha, mal schauen, wie angenehm das war. Wir gehen weiter runter. Ja. Die Nebelhöhle ist übrigens eine Tropfsteinhöhle. Was das Schöne ist an der Höhle, ist, dass man da eigenständig reingehen kann. Können wir sehen? Ja, da können wir jetzt ganz gemütlich durchgehen. Sind richtig. Über 500 Meter. Und können uns alles in Ruhe schön anschauen. Sieht gut aus. Gute Idee, hier reinzugehen. Und von wem ist die Idee?
Von der Ursi. Müsste hier ein Tropfstein sein, der wurde abgesägt und in kleine Scheiben geschnitten für das neue Schloss in Stuttgart. Aber wir haben ihn leider nicht gefunden und ein Hinweisschild war keins da zum abgesägten Tropfstein. Aber wir waren, so wie es ausschaut, in der 500 Meter langen Höhle offensichtlich ganz alleine. Nicht schlecht, Ursi, oder? Sehr schön. Völlig interessant. Die Natur ist einfach enorm. Da geht's raus. Boah. Was stöhnst du? Du bist ja schon um. Ja eben, deswegen stöhne ich, deswegen bin ich außer Atem. Ach jö. Ah, wie das gleich warm wird, wenn man da rausgeht. Ja. Und mir hat's da gefallen. Schön, interessant. Solche Natursachen gefallen mir immer. Kein Eingang, wenn man das weiß. So, hier ist der Ausgang mitten im Wald. Ja, genau. Und jetzt müssen wir zum Gestüt zurück. Und da ist hier ein Hinweisschild zum Parkplatz. Ja, und dem folgen wir jetzt. Genau, und dann schauen wir, wo wir rauskommen. Am Parkplatz, wenn es dran steht. Also auch, wenn es außen schön kuschelig warm ist, lohnt es sich, eine lange Hose anzuziehen und eine Jacke mitzunehmen. In der Höhle hat es gleichbleibend 8 bis 10 Grad, oder? Ja, genau. Habe ich aber schon beim Eingang erwähnt. Genau. Also nicht vergessen, wenn ihr die Nebelhöhle besucht. Sie frisch in der Höhle, ja. Und wenn man dann natürlich rauskommt, wird es dann nun gleich wieder warm. Ja, genau. Also da der Ausgang nicht mit dem Eingang identisch ist, also man kommt an verschiedenen Stellen rein und raus. Und somit muss man jetzt auch noch ein ganz schönes Stückchen durch den Wald hier laufen, was ich natürlich toll finde, Helle natürlich weniger, aber mir macht es jetzt ziemlich viel Spaß. Und so komme ich jetzt doch noch zu einer kleinen Wanderung. Also das ist nur was für jemanden, der gut zu Fuß ist. Ja, etwas gut laufen sollte man können. Und für diejenigen, die nicht gut zu Fuß sind, für die haben wir es ja jetzt gefilmt. Ja, genau. Trotzdem macht es sehr viel Spaß. Also mir auf jeden Fall. Ich finde es interessant und ganz toll. Für mich hat es sich auch rendiert. Na eben. Das war unser kurzer Ausflug vom Rande des Odenwalds. Was? Wir sind vom Rande des Odenwalds gekommen und an den Rand der Schwäbischen Alb gefahren. Ah, jetzt hat er gerade nochmal die Kurve gekriegt, gell? Pullingen, sehr schön. Ja. Ganz tolle Gegend. Das Märchenschloss können wir empfehlen. Schön, schön anzuschauen und vor allem macht Spaß, mit dem Fahrrad hochzufahren. Ja, obwohl dort, wie schon gesagt, Parkplatz vorhanden ist. Genauso wie jetzt hier an der Nebelhöhle. Da kann man also auch sehr gut stehen.
Kann man auch mit dem Fahrrad herfahren vom Stellplatz aus, ja? Kann man auch, also für die Sportliche. Ja. Und runterfahren macht übrigens noch mehr Spaß als rauffahren. Ach, das ging gestern ratzfatz. Ja. Wir hoffen, das hat euch gefallen, der kurze Ausflug. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ja? Ja, genau. Also drum sage mal jetzt einfach. Gute Zeit und bis tschüss, bald bis wieder. Bis dann, ja? Ciao. Macht's gut. Und jetzt müssen wir euch noch etwas mitteilen, was in eigener Sache ist. Ihr wisst ja, wir haben Facebook, die Ossi und Helle Womo-Gruppe, und wir haben auch Instagram, die mehr oder weniger regelmäßig von uns bedient werden. Ja, vor allen Dingen Facebook vernachlässigen wir immer wieder mal. Ja, ja. Sehe ich ein. Jetzt gibt es noch etwas Neues von uns, und zwar... Wir haben ab und zu einen Podcast, der wird veröffentlicht beim ganz neu aufgelegten Campingradio. Und da gibt es eine App dazu, die ihr euch aufs Handy laden könnt. Und wir verlinken einmal die Webseite. Da könnt ihr euch dann kundig machen und, wenn ihr wollt, ab und zu mal einen Podcast von uns hören. Ja, so in loser Folge werden wir dann immer mal wieder über interessante Dinge, die Camper interessieren könnten, ja, berichten. Einfach mal berichten, genau. So, und das war's aber jetzt. Ja. Wir sagen tschüss. Tschüss und... Wir sehen uns oder hören uns. Ja, ganz genau. Wie es beliebt. Ja, genau. Also tschüss zusammen. Auf allen gut. Kanälen. Ja, macht's gut. Tschüss.